Im ersten Thema dieses Themenbereichs widmen wir uns jetzt dem Kontext, in dem wir uns üblicherweise bewegen, wenn wir über Prozessmodellierung sprechen. Wir haben im Themenbereich 1 schon diskutiert, was überhaupt eine Organisation ist, dass eine Organisation einerseits immer eine Aufbauorganisation, eine Ablauforganisation hat oder dass man die beschreiben kann und dass in einer klassischen Unternehmensorganisation üblicherweise durch eine funktionale Gliederung der Unternehmenseinheiten die Aufbauorganisation sehr stark betont ist. Bedeutet, dass man Spezialisteneinheiten macht, die für bestimmte Aufgaben zuständig sind, zwischen denen es Schnittstellen gibt, die aber nicht entlang der zu bearbeitenden Aufgaben stärker strukturiert werden. Wenn man versucht, das umzudrehen und das letztendlich zu erreichende Ziel in den Mittelpunkt zu stellen und daraus die Unternehmensorganisation abzuleiten, dann landet man sehr schnell beim Thema der prozessorientierten Unternehmensorganisation. Die prozessorientierte Unternehmensorganisation versucht eben ausgehend von der Ablauforganisation die Aufbauorganisation abzuleiten und sehr stark dann interdisziplinäre Abteilungen, interdisziplinäre Teams zu formen, die entlang des Arbeitsprozesses hin auf ein gemeinsames Ziel, auf ein gemeinsames Produkt arbeiten. Kommen tut es dieser Trend, dieser Bereich aus den späten 80er, Anfang der 90er, 1990er Jahre das Schlagwort in diesem Bereich, das da geprägt worden ist, ist das sogenannte Geschäftsprozessmanagement. Und im Geschäftsprozessmanagement oder dem Business Process Management als Teil zugeordnet ist auch die Geschäftsprozessmodellierung. Also man hat dort dann versucht, die Werkzeuge, die man aus der Softwareentwicklung, wie wir es im Themenbereich 2 bereits gekannt haben, die Werkzeuge aus der Softwareentwicklung anzupassen, zu adaptieren, zu übertragen in den Bereich der Unternehmensorganisation und Modelle dazu zu verwenden, um Unternehmensabläufe und Unternehmensstrukturen handhabbar, managebar zu machen. Deswegen ist er Teil des Geschäftsprozessmanagements. Ich habe vorhin schon erwähnt, die zwei wesentlichen Merkmale einer prozessorientierten Unternehmensorganisation oder eines Unternehmens, das Geschäftsprozessmanagement als Prinzip seinen Handlungen zugrunde legt, ist einerseits eine kundenorientierte Sichtweise im Sinn auf das Produkt ausgerichtet, auf das Endergebnis der unternehmerischen Aktivität ausgerichtet und eine dann konsequentweise ablauforientierte Sichtweise. Das heißt, es geht uns nicht so sehr darum, welche Spezialisten gruppieren wir wie in unserem Unternehmen, sondern es geht uns darum, wie kommen wir denn, was sind die Schritte, die wir brauchen, um zu unserem Produkt zu kommen, mit dem dann der Kunde letztendlich zufriedengestellt wird. Jetzt macht man Geschäftsprozessmanagement nicht zum Selbstzweck. Es ist also versucht worden, weil die Unternehmungen, die dann Geschäftsprozessmanagement irgendwann in den 90ern versucht haben einzuführen, haben ja bereits zuvor existiert, haben etablierte Strukturen gehabt. Die Frage ist, was kann man jetzt mit Geschäftsprozessmanagement machen oder wie kann man Geschäftsprozesse managen, sodass eine kontinuierliche Veränderung hin zu diesen Zielen dieser Kundenorientierung und der Ablauforientierung passiert. Und da gab es oder gibt es nach wie vor zwei grundsätzliche Entwicklungen. Die eine sehr stark aus aus den japanischen Unternehmen übernommen. Das ist die kontinuierliche Verbesserung, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, der Versuch über die Arbeitsprozesse permanent zu reflektieren, nachzudenken und kleine inkrementelle Änderungen einzubauen, die kontinuierlich dann zu einem verbesserten Arbeitsergebnis führen. Das zweite einflussreiche Werk war der Begriff des Business Process Reengineering. Gibt es ein Buch von Hammer & Champion Anfang der 90er Jahre. Da geht es um radikale Veränderung. Da ist die Philosophie dahinter, der Versuch, ein Unternehmen nicht kontinuierlich zu verändern, sondern radikal auf Kundenorientierung, auf Prozessorientierung umzubauen. Dass das mit Schmerzen verbunden ist, ist nachzuvollziehen.
Die Idee ist aber, dass rein durch kontinuierliche Veränderung dieser Umbauprozess nie wirklich erreicht werden oder dass die Zielsetzung der Prozessorientierung nie wirklich erreicht werden kann. Tatsächlich zeigt sich in der Praxis, dass man eine Kombination aus beiden braucht, dass es also einen zumindest partiellen in Teilen des Unternehmens Umstellungsprozess benötigt und dann laufend ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angestrebt wird. Wenn wir jetzt anschauen, wo das Geschäftsprozessmanagement im Unternehmen verankert ist, gehen wir auf diese Grafik, die zeigt es ganz gut, haben wir sechs grundsätzliche Handlungsfelder, die hier zu betrachten sind. Beginnen tut es damit, dass Geschäftsprozessmanagement bereits auf strategischer Ebene verankert sein muss. Das heißt, die Unternehmensstrategie muss darauf ausgerichtet sein, Prozessdenken im Unternehmen zu verankern, Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Das muss ein strategisches Ziel des Unternehmens sein. Auch die Verknüpfung zwischen den Prozessen im Unternehmen mitzudenken, also sowas wie Process Architecture und Process Capability Linkage. Auch die Metriken, die verwendet werden, um das Unternehmen strategisch zu steuern, also die Kennzahlen, die wir ableiten, die müssen aus den Prozessen abgeleitet werden. Es hilft uns nichts, wenn wir klassische Kennzahlen verwenden, an denen wir dann nicht sehen, ob der Prozess insgesamt besser geworden ist oder nicht. Wie das funktioniert, was das genau sein kann, werden wir im Themenbereich 5 im Übrigen sehen. Da schauen wir uns diese Verknüpfung des Geschäftsprozessmanagement hin zur strategischen Führung eines Unternehmens nochmal genauer an. Das zweite ist dann die operative Führung, die Governance des Unternehmens. Da geht es darum, festzulegen, wer denn für Prozesse verantwortlich ist. Eben diese Metriken, die ich vorhin erwähnt habe, wie man mit dem Prozessmanagement an sich umgeht, welchen Standards man sich unterwirft. Es geht, kennt man wahrscheinlich auch in Unternehmen sehr oft, um eine Qualitätszertifizierung. Es muss nachvollziehbar sein, wie bestimmte Arbeitsergebnisse zustande gekommen sind. Da kann es hilfreich sein, Prozessmanagement-Standards zu implementieren, die dann auch zertifizierbar sind. Drittes Handlungsfeld ist dann die konkrete Umsetzung des Geschäftsprozessmanagements, also die Methoden, die man einsetzt. Einerseits im Design, da kommt die Modellierung das erste Mal ins Spiel, und andererseits auch in der Ausführung. Das ist das, was wir uns im Themenbereich 5 dann genauer anschauen werden, beziehungsweise dann auch im Monitoring, in der Kontrolle, wo es wieder zurückgeht auf die Metriken, also auf die Kennzahlen, die wir ableiten wollen, ob unser Prozess denn korrekt funktioniert oder performt, entsprechend unseren Erwartungen. Untrennbar verbunden mit Geschäftsprozessmanagement ist der vierte Handlungsbereich, das ist die Informationstechnologie. Geschäftsprozessmanagement oder Arbeiten oder prozessorientiertes Arbeiten kann sehr effektiv mit Informationstechnologie unterstützt werden. Sowas wie Workflow Engines, wiederum Verweis auf Themenbereich 5, sowas wie Workflow Engines erlauben uns, diese Prozesse im Unternehmen über unterschiedliche Personen hinweg, Rollen hinweg auszuführen, sowas wie ein Load Balancing durchzuführen, das heißt, wenn denn die Auftragslast höher wird, zu schauen, wo sind denn noch freie Ressourcen, wo kann man denn Aufträge hin oder Aufgaben hin übertragen. Da hilft die Informationstechnologie dabei, die arbeitet wiederum basierend auf Modellen. Es geht also auch hier wieder um die Modellierung entsprechend einer Form, die dann der Rechner verarbeiten kann, und letztendlich dann wieder um die Ausführung, um die Implementierung der Geschäftsprozesse hier mit Hilfe der Informationstechnologie. Nicht zu vergessen natürlich die eigentlichen Akteure im Unternehmen, wenn man die nicht mitnehmen kann, wenn die nicht verstehen, was dieses prozessorientierte Denken bringen kann, kann man es noch so sehr versuchen auszurollen. Es wird sich in der Praxis nicht umsetzen lassen. Es wird zu Workarounds kommen. Die Leute werden versuchen, die Systeme, die eingeführt werden, die Prozesse, die versucht werden zu etablieren, zu umgehen. Wenn das nicht aus der Organisation heraus, also von den Leuten aus kommt, wenn die nicht mitgenommen werden, wenn die nicht mitgestalten können, dann wird eine Prozessorientierung nie funktionieren können. Das Problem dabei ist, man kann nicht davon ausgehen, dass jeder in der Lage ist oder jeder die Kenntnisse schon hat, Prozesse zu modellieren oder in einer Form abzubilden, die auch dann für andere verständlich ist. Das ist ein Ausbildungs-, ein Lernziel, dementsprechend muss man das irgendwie in der betrieblichen Bildung
mitdenken. Und letztendlich ist es ein Kulturthema, dass man diese Prozessdenke auf Unternehmensebene an sich versucht zu etablieren. Sowas wie auf Stimuli von außen zu reagieren, geänderte Rahmenbedingungen des Unternehmens wahrzunehmen, überhaupt wahrzunehmen und die in den Prozessen zu reflektieren, das ist ein Kulturthema, das ebenfalls versucht werden muss, mitzudenken. Das sind die 6 Handlungsfelder. Wir werden uns sehr stark fokussieren, wie gesagt, auf die Modellierung und da spielt einerseits rein die Methodik, das ist das, was wir uns im Themenbereich 3 jetzt anschauen, da spielt rein die Informationstechnologie, das ist das, was wir uns vorrangig im Themenbereich 5 anschauen werden, da spielen rein die Leute, auf die werden wir nochmal im Themenbereich 4 eingehen, auf Erhebungsmethoden, auf Methoden, die versuchen Prozesswissen zu vermitteln, die anderen 3 Bereiche, die würden wir dann, die sind weiterführend, da geht es dann so viel stärker auch in die Unternehmensgestaltung. Da sind wir eher im Bereich des Business Engineering und Management, das wir dann auch im Masterstudium stärker bearbeiten. Einen Ausblick in diese Richtung machen wir, wie ich schon erwähnt habe, im Bereich der Prozessmetriken, wo wir versuchen, die operative Ausführung von Geschäftsprozessen auf Kennzahlensysteme abbildbar zu machen, sodass man das Ganze dann auch zur Unternehmenssteuerung einsetzen kann. Ja, Prozessorientierung an sich verfolgt dann die Idee, ich habe es ganz zu Beginn schon erwähnt, also wenn ich Prozessorientierung umsetze, habe ich die Idee im Unternehmen, dass ich produktorientierte, ablauforientierte Organisationseinheiten schaffe, die an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten können und nicht das Problem haben, dass sie zu vielen Schnittstellen unterliegen, also dass die Komplexität steigt. Das Ziel ist also im Wesentlichen eine Komplexitätsreduktion, das haben wir hier schon einmal noch erwähnt, durch die Schaffung von produktorientierten Einheiten und dadurch eine Kapazitätsentflechtung, heißt, ich kann besser kontrollieren, welche Kapazitäten, oder ich sehe besser, ich mache besser sichtbar, welche Kapazitäten ich im Unternehmen denn wirklich auch verfügbar habe, entlang meiner Unternehmensziele und nicht entlang irgendeiner domänenspezifischen Gliederung, die ja durch eine funktionale Sichtweise aufs Unternehmen zustande kommt. Das führt in weiterer Folge zu einem Abbau von Schnittstellen, auch das habe ich schon erwähnt, wenn ich produktorientierte Teams habe, habe ich weniger Schnittstellen, an denen Zwischenprodukte, Daten übergeben werden müssen und verstärkte funktionale Gliederung im Unternehmen, eine Integration der einzelnen Funktionen entlang der Aufgaben. Also grundsätzlich anstrebenswert, aber ein radikaler Kulturwechsel, üblicherweise auch ein radikaler Organisationswechsel, der nicht so einfach umzusetzen ist. Deswegen der Versuch, das Ganze handhabbar zu machen, da Prozessmanagement einzuführen und Prozessmanagement wird dann üblicherweise als zyklischer Prozess gesehen. Den haben wir hier. Also zyklischer Prozess im Sinne von, ich habe 4 Schritte, die immer wieder durchlaufen werden. Ein Prozessmanagement ist nie ein abgeschlossener Prozess, sondern läuft kontinuierlich im Hintergrund ab. Und dann beginnt es wieder hier. Schauen wir uns diese 4 Schritte an. Wir haben gesagt, Prozessmanagement ist ein strategisches Thema. Das heißt, wir müssen auch auf strategischer Ebene beginnen, müssen uns überlegen, was sind denn überhaupt unsere Unternehmensziele, was sind unsere Kernprozesse. Hier kommt erstmals diese Unterscheidung in sogenannte Kern- und Supportprozesse ins Spiel. Ich habe in meinem Unternehmen üblicherweise Prozesse, die zur unmittelbaren Wertschöpfung beitragen, das sind die Kernprozesse. Und dann habe ich Supportprozesse, Prozesse, die Wertschöpfung unterstützen, unmittelbar aber keinen verkaufbaren Wert erzeugen. Sowas wie ein Personalmanagement ist ein klassischer Supportprozess zum Beispiel. Das ist nicht unmittelbar wertschöpfend in einem klassischen produzierenden oder Dienstleistungsunternehmen, aber notwendig, um die eigentlichen wertschöpfenden Prozesse durchführen zu können. Der Produktionsprozess, der dann zu verkaufbaren Gütern führt, das wäre ein Kernprozess, weil er ein wertschöpfender Prozess
ist. Das ist eine strategische Frage, weil es dann auch darum geht, konzentriere ich mich auf meine Kernprozesse, möchte ich vielleicht meine Supportprozesse auslagern, Outsourcing-Thematik spielt damit rein, oder worauf lege ich im Unternehmen überhaupt meinen Fokus? Wenn ich diese Prozesssicht etabliert habe, meine Prozesse identifiziert habe, dann kommt es zum Prozessentwurf. Hier geht es jetzt darum, Prozesse überhaupt einmal, also Prozesswissen zu sammeln, Prozesse dann abzubilden, zu modellieren. Und jetzt sind wir halt dann im Kernbereich unserer Lehrveranstaltung. Und auf Basis dieser Modelle, die dann zu analysieren, damit ich mal eine Idee davon habe, was kostet mir ein Produktionsprozess oder irgendein Prozess überhaupt tatsächlich und was möchte ich denn am Markt anbieten, den vielleicht zu simulieren, um zu schauen, kann ich das, wie man es gedacht hat, im Unternehmen überhaupt umsetzen oder gibt es irgendwo Bottlenecks, ja, kann es irgendwo zu Rückstau von Aufgaben kommen, der dann verhindert, dass ich optimal meine Ressourcen ausschöpfe, beziehungsweise dann auf Basis dieser Erkenntnisse den Soll-Prozess zu entwerfen, das heißt zu schauen, wie soll denn mein Prozess in Zukunft ausschauen. Also wir kommen vom Ist-Prozess, versuchen den dann zu analysieren, zu validieren, zu simulieren und leiten daraus den Soll-Prozess ab und haben auch eigentlich hier drinnen dann üblicherweise einen Zyklus, in dem wir dann noch schauen, dieser Soll-Prozess, den wir uns jetzt vorstellen, kann der funktionieren? Also simulieren den erneut, schauen, was hat das für Effekte, bis wir dann so gut wie möglich zufrieden sind mit unserem Prozess und dann geht es in die Ausrollung. Diese Ausrollung basiert dann wiederum auf den Modellierungsergebnissen, auf den Modellen und muss jetzt in der Praxis umgesetzt werden. Das heißt, ich brauche hier einen Veränderungsprozess, ich brauche ein Change Management. Heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich denn diesen Prozess in der Praxis überhaupt etablieren? Wo ist unser Ausgangspunkt? Wo ist unser Zielpunkt? Welche Änderungen sind dafür notwendig? Sind es reine Änderungen des Arbeitsablaufs? Müssen Arbeitsplätze verändert werden? Muss unsere Organisationsstruktur verändert werden? Und wie kann das durchgeführt werden? Das wäre eine Change-Management-Thematik. Hat das Effekte auf Informationssysteme? Brauchen wir neue Informationssysteme? Brauchen wir neue Funktionalität in existierenden Informationssystemen? Auch das ist Teil der Prozessimplementierung, beziehungsweise dann, wenn es darum geht, von einer funktionalen Gliederung des Unternehmens auf eine Prozessorientierung umzustellen, wie kann ich denn die Insellösungen, die Informationssysteme, die die einzelnen Abteilungen bislang verwendet haben, also sowas wie ein Rechnungslegungssystem, sowas wie eine Lagerverwaltung in den einzelnen Abteilungen, wie kann ich die integrieren, dass das durchgängig und produktorientiert wird, sodass immer klar ist im Prozess, wo bekomme ich meine Daten her und wie hängen denn die zusammen. Wenn der Prozess dann etabliert ist, implementiert ist, wenn er in der Ausführung ist, geht es darum, den zu beobachten. Da ein Monitoring, ein Controlling zu etablieren, zu schauen, performt er so, wie ich mir das vorgestellt habe, funktionieren die Prozesse, die Prozessabläufe, sind die in der Praxis überhaupt umsetzbar. Dazu brauchen wir Kennzahlen. Dazu brauchen wir operative Steuerung, also zum Beispiel zusätzliche Ressourcen zuweisen zu einem Prozess, sodass wir eben zum Beispiel Bottlenecks vermeiden und letztendlich dann einen ständigen Verbesserungsprozess. Und dieser letzte Punkt, der bringt uns in den Zyklus zurück. Das heißt, hier beginnt es dann wieder auf strategischer Ebene zu schauen, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht nur kleine marginale Änderungen, die wir unmittelbar umsetzen können, sondern wir haben die Idee, wieder grundlegend was umzustellen und müssen das wieder auf strategischer Ebene entscheiden, sodass wir dann in einen Veränderungsprozess wieder umgehen können, den Sollzustand nochmal sauber, oder den Ist-Zustand nochmal sauber zu erheben und daraus einen neuen Sollzustand ableiten. Wie gesagt, in PKM sind wir vorrangig in diesem Bereich unterwegs. Die anderen beiden Bereiche, die behandeln wir in unseren Lehrveranstaltungen viel stärker dann in den Mastermodulen, die wir anbieten. So, wenn wir in diesem Bereich unterwegs sind, dann stellt sich jetzt die Frage, welche Rolle spielen jetzt hier denn Modelle überhaupt? Modelle schaffen in erster Linie eine Prozesstransparenz. Das habe ich schon versucht zu erwähnen. Prozesstransparenz bedeutet, ich mache überhaupt einmal sichtbar, wie läuft denn der Arbeitsprozess aus einer Vogelperspektive. Das heißt, ich steige einen Schritt zurück und schaue auf mein Unternehmen drauf, schaue mir die Prozesse an, sodass ich dann versuchen kann, Verbesserungspotenzial zu identifizieren und
Prozesse zu designen, die dieses Verbesserungspotenzial auch heben. Dazu gibt es Modellierungssprachen, und die Modellierungssprache, die sich da in den letzten Jahren sehr stark durchgesetzt hat, die da implementiert wurde in vielen Unternehmen, ist die BPMN, die Business Process Modeling Notation. Oder Business Process Modeling and Notation, habe ich in der Einführung schon kurz erwähnt, diese Unterscheidung. Gekommen ist das alles aus zwei Richtungen, diese Standardbildung. Also man hat lange Zeit versucht, aus der ARIS Tool Suite heraus mit EPKs zu arbeiten. ARIS, ich habe es im Themenbereich 1 erwähnt, lange Zeit das Standardwerkzeug, weil es eine sehr enge Integration mit dem ERP-System von SAP angeboten hat. Das hat sehr stark zur Marktdurchdringung beigetragen. Und dementsprechend waren EPKs, also eigens gesteuerte Prozessketten, lange Zeit das Mittel der Wahl. In der Praxis findet man die auch nach wie vor. Wir sehen es uns hier jetzt nicht näher an, weil tatsächlich das, was nicht nur im Kommen ist, sondern bereits etabliert wurde, auch mittlerweile von ARIS als Hersteller von Softwaresystemen, ist die BPMN. Zweiter Einflussfaktor, schon lange Zeit etabliert, kennen wir aus dem Themenbereich 2, die UML, die Unified Modeling Language, aus dem Bereich der Modellierung von Software. Da ist man, also zweiter Motivator eigentlich, da ist man drauf gekommen, ja, die ist sehr nützlich, aber ist sehr schwach im Bereich der Modellierung von Benutzeranforderungen, Benutzerprozessen, den Aktivitäten von Benutzern, die wir durch Softwaresysteme unterstützen wollen. Da gibt es Use-Case-Diagramme, man kann mit Aktivitätsdiagrammen ein bisschen was machen, haben wir uns angeschaut im Themenbereich 2. Der Fokus der UML liegt aber ganz klar auf der Modellierung von interner von Softwaresystemen. Und man möchte diesen Kontext mit erheben, mit entwerfen, sodass man dann entscheiden kann, macht dieses Softwaresystem überhaupt das, was ich von ihm möchte, beziehungsweise welche Funktionalitäten muss es denn anbieten, damit ich meine Geschäftsprozesse tatsächlich unterstützen kann. Deswegen die BPMN, deswegen im Übrigen auch die Standardisierung der BPMN durch die OMG, die Object Management Group, das ist dieselbe Institution, Industriekonsortium, selbe Institution, die auch die UML standardisiert hat. Also da läuft es dann alles zusammen. In die BPMN sind nicht nur die EPKs und die UML, also die Aktivitätsdiagramme im Konkreten, eingeflossen, sondern noch einige weitere Modellierungssprachen, die viel stärker formal orientiert waren, also EPKs, Aktivitätsdiagramme, sehr stark aus der Praxis motiviert, IDEF, ohne dass wir uns das genauer anschauen, und Petri-Netze, sehr stark aus der formalen Prozessmodellierung. Da geht es dann gerade bei Petri-Netzen auch darum, kann ich formal verifizieren, ob ein Prozess funktionieren kann, oder bleibt der irgendwo hängen? Das heißt, gibt es da Deadlocks, warten dann vielleicht zwei Akteure gegenseitig aufeinander auf Nachrichten und mein Prozess kann nie fertiggestellt werden. Das sind Dinge, die man formal prüfen kann, formal verifizieren kann, wenn man diese Petri-Netz denke und Prozessmodelle drunter legt. Und dann die technische Perspektive, die Informationsperspektive, repräsentiert durch BPEL, die Business Process Execution Language, beziehungsweise EBXML, Business Process Specification Scheme. Das ist ebenfalls dann genauso wie BPEL ein XML-Standard, mit denen Geschäftsprozesse in einer Form beschrieben werden können, die dann auch maschinenlesbar sind, also die unmittelbar dazu verwendet werden können, Informationssysteme zu konfigurieren. So dass ich, wenn ich sowas wie eine Workflow Engine habe, also ein Software-System, das Abläufe im Unternehmen unterstützen und anleiten soll, da kann ich dann BPEL-Prozesse, BPEL-Prozessmodelle oder EBXML-Prozessmodelle importieren und die werden unmittelbar dann ausführbar oder zur Ausführung, können zur Ausführung gebracht werden. Alle diese drei Aspekte sind in das Design der BPMN eingeflossen und basierend auf denen ist dann, wenn wir sehen, eine relativ komplexe, trotzdem in den ersten Schritten einfach zu verwendende und auch einfach zu verstehende Modellierungssprache entstanden, die zur Dokumentation, zur Simulation und zur Ausführung von Geschäftsprozessmodellen
verwendet werden kann oder mit der man Geschäftsprozessmodelle bauen kann, die zur Dokumentation, zur Validierung und zur Ausführung dienen können. Wir bedienen uns dann, werden wir später gleich sehen, immer unterschiedlichen Teilen der BPMN. Man braucht nicht immer die volle Komplexität. Wenn es um die Ausführung gehen soll, nachvollziehbar, dass man den Prozess bis ins letzte Detail spezifizieren möchte. Wenn es rein um die Dokumentation oder die Grundlage für Kommunikationsprozesse zwischen unterschiedlichen Akteuren im Unternehmen geht, brauchen wir vielleicht nicht so sehr ins Detail gehen. Da reicht es, wenn man sich die grundlegenden Aktivitäten und deren Koordination versucht anzusehen. Gut. Das war's. Soweit zum Thema prozessorientierte Unternehmensorganisation. Hier ist es wichtig, dass man sich noch merkt, das Thema des Geschäftsprozessmanagements, wo sind die Handlungsfelder? Felder. Der Geschäftsprozessmanagementzyklus ist hier wahrscheinlich das zentrale Thema, das man mitnehmen sollte und wo da drinnen Geschäftsprozessmodellierung überhaupt zu verorten ist. Und dass dann in die BPMN, die wir uns jetzt dann näher anschauen, mit eingeflossen ist die Idee, im Wesentlichen alle Handlungsfelder, die Unterstützung von Personen, die Unterstützung von Prozessvalidierung auf organisationaler, betriebswirtschaftlicher Ebene und die Unterstützung von Geschäftsprozessen aus IT-Sicht reinzukodieren und die Sprache universell verwendbar zu machen. Gut, wir schauen uns jetzt im ersten Schritt die BPMN in ihren grundlegenden Elementen an und tasten uns dann in den folgenden Themen immer weiter in die Details bis hin zur Ausführbarkeit der Modelle.